Noch nie war unabhängige Information so wichtig wie heute, gerade in pandemischen Zeiten. Aber noch nie sind unabhängige Journalisten auch so angegriffen worden wie heute. Und darüber möchte ich sprechen mit Kai-Uwe Hanken. Er ist Chefredakteur der Rheinland-Zeitung in Wehna. Was bedeutet für Sie der Begriff Pressefreiheit? Ja, Pressefreiheit ist, ja, wenn ich das so formulieren kann, unser Wehrschild, unser Werkzeug auch, um ja, die Meinungsfreiheit irgendwo auch letztlich zu garantieren. Weil die Meinungsfreiheit ist so ja, ein wesentlicher Grundpfeiler unserer Demokratie, natürlich wahrscheinlich die tragende Säule schlechthin. Und wir sind als Zeitung eine Plattform für diese Meinungsfreiheit. Meinung findet da ja auch vielfältiger Weise statt. Wir berichten über Meinungen, Meinungen von Bürgern, die Dinge kritisieren, oder wir berichten auch über Politiker wie Sie, die zu Sachthemen etc. Stellung nehmen. Wir als Redaktion haben auch natürlich eine Meinung, die transportieren wir dann in Form von Kommentaren beispielsweise. Und ja, diese Meinungsfreiheit abgesichert zu sehen, da ist die Pressefreiheit im Grunde das wesentliche Instrument. Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, zwei Seiten einer Medaille. Fühlen Sie sich in Ihrer Pressefreiheit eingeschränkt? Es ist eine schwierige Frage, weil wir leben ja hier in einer Ecke, Gott sei Dank kann man sagen, wo ja, man oft auch noch auf Augenhöhe diskutiert, argumentiert, sich auch kritisch austauscht. Wo endet die Pressefreiheit? Sind das schon so kleine Dinge wie, ich sag mal, man hat ein Gespräch mit einem Interviewpartner und dann heißt es ja, aber jetzt legen Sie mal den Stift zur Seite. Das möchte ich aber nicht, dass das erscheint. Das sind natürlich so Dinge, wo man abwägen muss oder ja auch, wo man für sich entscheiden muss, fühle ich mich da jetzt in meiner Pressefreiheit eingeschränkt. Was einem schon zu denken gibt, ist ja die Schärfe und die Aggressivität, mit der momentan oder jetzt auch verschärft durch die Corona-Maßnahmen Seiten von Lesern argumentiert wird, wobei man auch einschränken muss, fairerweise, es sind nicht die klassischen Zeitungsleser, sondern oft ja diejenigen, die auf sozialen Medien sich tummeln, und da sind wir auch präsent als Zeitung, und ja, die dazu dann ja ihre Ansichten vertreten. Sie beschreiben ja eine Entwicklung, die übrigens sich weltweit abzeichnet. Reporter ohne Grenzen zeigt ja Jahr für Jahr, wie es um Pressefreiheit bestellt ist. Es gibt so die klassischen Länder, da denkt man, naja, das ist klar, da gibt es keine Pressefreiheit, China oder wie auch immer. Aber es gibt insoweit einen Weckruf, der sagt, es ist auch um Pressefreiheit in Europa zunehmend schlechter bestellt. Und das betrifft übrigens auch die Situation von Journalisten in Deutschland, dass Übergriffe auf Journalisten zunehmen, und zwar verbale wie aber auch körperliche. Haben Sie das selbst schon erlebt? Ja, körperliche nun nicht. Ich denke, ich bin da auch wehrhaft. Aber ist tatsächlich so, dass man schon merkt, dass ja, eine Grundaggressivität im Tonfall vieler Menschen, sei es geschrieben oder per Anruf, da ist. Wir leben Gott sei Dank ja hier in einem Bereich, wo wir nicht täglichen Angriffen ausgesetzt sind, anders als vielleicht auch schon Kollegen in der Hauptstadt. Und wir werden auch nicht wie Kollegen in anderen Ländern verfolgt, verhaftet oder vielleicht sogar getötet aufgrund ihrer Berichterstattung. Aber das ist natürlich alles auf sehr, ich sag mal, tönernen Füßen gebaut. Diese Pressefreiheit, die im Grundrecht ja auch verankert ist. Wir haben ja das selber als Zeitung in einem düsteren Kapitel unserer Geschichte erlebt. Wir sind ja eine familiengeführte, nach wie vor selbstständige Tageszeitung, die im vergangenen Jahr ihr 160-jähriges Bestehen feiern konnte. Aber uns fehlen netto 7 Jahre. 7 Jahre nämlich, als 11 Tageszeitungen in Ostfriesland bis 1945 von den Nationalsozialisten zwangsstillgelegt wurden. Uns ereilte das Schicksal dann eben im Frühjahr 1943, und es hat 7 lange Jahre gedauert, bis man im Grunde wieder da war für die Leser. Heute ist die Rheinland-Zeitung wieder da. Sie ist tatsächlich eine unabhängige Zeitung, familiengeführt, verankert in der Region, deshalb auch geliebt von den Bürgerinnen und Bürgern, weit über das Rheinland übrigens hinaus. Sie wird auch in den USA gelesen von Menschen, die sich dort die Zeitung dem Grunde nach hinbestellen. Bei den USA bin ich natürlich bei einem Präsidenten, der ebenso wie der russische Präsident dafür gesorgt hat, dass die Schärfe zunimmt, wenn es um Fake News geht.
oder aber Schandjournalismus, Themen, die wir in der Form nicht kannten. Was sollten wir gemeinsam tun? Denn auch wenn Journalismus und Politik immer sich kritisch beleuchten sollten, gegenseitig, was ist unsere gemeinsame Aufgabe, dazu zu kommen, dass Pressefreiheit wirklich gelebt werden kann, um Meinungsfreiheit zu ermöglichen und Desinformation zu begegnen? Also ich denke auch, dass es generell eine gesellschaftliche Fragestellung ist, dass wir grundsätzlich vielleicht wieder zu mehr Sachlichkeit auch in Diskussionen hinkommen müssen, uns versuchen, irgendwo auf Augenhöhe auszutauschen, diese Schärfe auch zu überwinden, dieses Credo, was ja im Moment leider immer stärker zum Vorschein kommt, wer am lautesten argumentiert und am heftigsten argumentiert, hat Recht. Und das ist ja, das wissen wir aus der Vergangenheit, wie auch aus anderen Länderbeispielen, leider ein ganz schlechter Ratgeber. Und von daher würde ich mir schon wünschen, dass man zum einen diese Plattform der Sachlichkeit wieder irgendwo erreicht, das auch gesellschaftlich so entsprechend fördern kann. Ja, und zum anderen, also aus rein persönlicher oder egoistischer Sicht vielleicht auch, also ein bisschen mehr die Wertschätzung der Zeitung auch hervorhebt. Wir haben ja Gott sei Dank in Ostfriesland eine sehr vielseitige Presselandschaft, die auch eben auch in den Meinungen vielseitig ist, die da transportiert werden und auch in den Möglichkeiten von Bürgern, ihre Meinung da reinzubringen. Und das finde ich, das ist ein ganz hohes Gut und das sollte man schützen. Und da haben wir eben halt durch die Pressefreiheit eben ein entsprechendes Instrument. Aber ja, wie gesagt, diese Wertschätzung muss auch da sein. Wir genießen sie zum großen Teil, weil wir Sprachrohr hier sind für viele im Rheinland. Aber das ist keine Garantie für die Zukunft. Und darum geht es auch am Tag der Pressefreiheit, nämlich darauf hinzuweisen, dass Pressefreiheit ein sehr zerbrechliches Gut ist und dass am Ende sie in unserer aller Hand liegt. Wir alle können etwas dafür tun, das heißt durch Fachlichkeit, durch Sachlichkeit, insbesondere aber durch Respekt, den wir gegeneinander üben sollten, und durch Unterstützung auch von unabhängigen Medien wie Zeitungen. Denn solange wir sie haben, haben wir am Ende den besten Garant auch für die Meinungsfreiheit.